Herzlich willkommen am Montessori-Zentrum Angell. Wir möchten Ihnen heute unsere Realschule und unser Gymnasium vorstellen und unser modernes Montessori-Konzept zeigen. Alle Angell-Schulen, also auch unser G9-Gymnasium und die Realschule, sind staatlich anerkannte Ersatzschulen. Alle Prüfungen, die Ihre Kinder bei uns absolvieren, sind staatlich anerkannt und unterscheiden sich nicht von denen an öffentlichen Schulen. Das Kind in seiner individuellen Entwicklung steht bei uns im Mittelpunkt. Schule ist bei uns mehr als ein Lernort und wir legen großen Wert auf ein gutes soziales Miteinander. Mit 90 Jahren Erfahrung vermitteln wir Freude am Lernen. Was unser Gymnasium und unsere Realschule auszeichnet, was uns mit anderen Schulen verbindet, was uns von diesen unterscheidet, das erfahren Sie jetzt. Die Freiarbeit ist ein wichtiger Bestandteil unseres Montessori-Konzepts. Die Schüler und Schülerinnen bearbeiten nicht nur Aufgaben aus verschiedenen Fächern, sie erarbeiten sich dabei auch eigenständig Inhalte. Die Kinder wählen dabei nicht nur das Fach, sie entscheiden auch, ob sie alleine, zu zweit oder in Gruppen arbeiten möchten. Dabei sind sie nicht an den Klassenraum gebunden, sondern können zum Beispiel auch auf dem Flur arbeiten. Die Kinder entscheiden selbstständig, wie lange sie sich mit dem Material beschäftigen wollen. Kinder, die zum Beispiel mathematisch begabt sind, werden Mathematikmaterialien schneller bearbeiten und sie haben dann mehr Zeit für andere Fächer, in denen sie sich vielleicht schwerer tun. Das Kollegium und das Team der Ganztagsbetreuung unterstützen nach Bedarf und dokumentieren den Fortschritt. Mit zunehmendem Alter passen wir die Arbeitsformen der Entwicklung der Kinder an. So wird aus der Freiarbeit immer mehr Projektarbeit, zum Beispiel beim Bauernhofprojekt in Klasse 7, bei dem die Schülerinnen Bauernhöfe in der Region besuchen und aktiv mitarbeiten. Beim großen Theaterprojekt in Klasse 8 geht es darum, ein Stück komplett selbst zu inszenieren. Neben dem Schauspielen kümmern sie sich auch um Dramaturgie, Finanzierung, Technik und die Öffentlichkeitsarbeit. Digitales Lernen ist bei uns nicht erst seit Corona ein wichtiges Thema. Wo es pädagogisch sinnvoll ist, setzen wir digitale Medien ein. Von Anfang an schulen wir die digitalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler und in der Mittelstufe erhält jeder Schüler ein iPad. Mithilfe von Microsoft Office arbeiten wir in digitalen Lernteams zusammen, stellen Aufgaben und Feedback bereit und auch multimediale Stunden online sind für uns kein Problem. Mindestens genauso wichtig ist uns die digitale Kompetenz des Kollegiums, das sich deswegen seit Jahren fortbildet und gemeinsam über den pädagogischen Einsatz von digitalen Medien entscheidet. Als freie Schule bekommen wir unsere Lehrerinnen und Lehrer nicht zugewiesen. Wer bei uns unterrichtet, hat sich also ganz bewusst für unser pädagogisches Konzept und enge Zusammenarbeit im Team entschieden. Das Klassenlehrerteam besteht aus einer Lehrerin und einem Lehrer, die sich regelmäßig austauschen und in engem Kontakt zu den anderen Lehrkräften und der Ganztagsbetreuung stehen. Unser Vertretungskonzept ist verlässlich. Es fällt kein Unterricht aus. In der Realschule beginnen alle in Klasse 5 mit Englisch. Ab Klasse 6 haben die Schülerinnen und Schüler die Wahl zwischen Technik oder dem Fach Französisch als zweiter Fremdsprache. Sprachreisen und Austauschprogramme werden angeboten mit England und Frankreich. Als offene Ganztagsschule ist unsere Betreuung tageweise flexibel buchbar. Am Vormittag begleiten wir die Kinder in der Freiarbeit und in der Studienzeit, mittags beim Essen in unserer Bioteria. Während der Nachmittagsbetreuung erledigen die Kinder die Hausaufgaben, können sich mit Tutoren auf Klassenarbeiten und Tests vorbereiten, aus einem großen AG- und Freizeitangebot wählen oder in unserer eigenen Musikschule ein Instrument erlernen. Darüber hinaus sind wir AnsprechpartnerInnen für die sozialen, emotionalen Themen ihrer Kinder und unterstützen sie in ihrer persönlichen Entwicklung. Der Einstieg in unsere weiterführenden Schulen erfolgt in der Regel zur Klasse 5, im Gymnasium auch zur 11. Klasse und zur Kursstufe. In Einzelfällen ist auch ein Quereinstieg in andere Jahrgangsstufen möglich. Über unser Aufnahmeverfahren informieren wir Sie gerne auf unserer Homepage oder in unserer Broschüre, die wir Ihnen gerne zusenden.